Hallo liebe Pinguine, ihr habt von mir ja alle einen Briefumschlag bekommen mit Material für diese Handpuppen. Die könnt ihr damit basteln und ich will euch jetzt noch mal einmal zeigen, wie ihr das am besten machen könnt. So, als erstes nehme ich einmal den Dachs als Beispiel. Ihr habt alle eine Nadel in eurem Briefumschlag gehabt oder in der Schule bekommen. Jetzt nehmt ihr den Faden, steckt den hier durch die Öse und dann macht ihr einen ganz festen Doppelknoten. Einmal, zweimal. Wenn ihr keinen Knoten könnt oder das schwierig ist, dann lasst euch helfen. Das ist ganz wichtig, dass das fest ist, damit der Knoten sich nicht löst. Es gibt zwei verschiedene Stiche. Ich zeige euch mal zuerst den etwas schwierigeren. Also ich finde den schwieriger. Da müsst ihr hier mit der Nadel durch das Loch stechen. Den Faden durchziehen, nicht zu schnell. Denn manchmal vertüdelt sich das sonst hier hinten und dann gibt es so einen Knoten. Dann, wenn ihr am Ende angelangt seid, macht ihr wieder einen Doppelknoten. So. Und dann könnt ihr anfangen, mit dem Nähen. Hier ist meine Nadel, die ist eben runtergeflutscht. Und dann stecht ihr durch das Loch, das nächste, und zieht den Faden wieder durch. Langsam bis zum Ende. So, dann sieht das nämlich so aus und das ist hier dann verschlossen. Also ihr stecht wieder von unten nach oben, zieht den Faden wieder durch. Und dann zieht ihr ein bisschen dran, nicht zu fest, aber so, dass es schön verschlossen ist. Abschneiden, aber nicht zu kurz, denn wir wollen ja noch einen Knoten bzw. einen Doppelknoten wieder machen am Ende, damit eure Handpuppe hier nicht aufgeht. Also können wir ruhig ein bisschen mehr Faden abschneiden, ein bisschen länger lassen und dann machen wir hier einen Doppelknoten. Und schneide ich den Faden wieder ab. So, hier kann ich den auch noch ein bisschen kürzer machen. Und dann haben wir jetzt einmal ringsrum genäht. Als nächstes kleben wir das Gesicht auf und die Ohren und die Pfoten. Da habt ihr diese Aufkleber zu bekommen. Hier hinten könnt ihr das abziehen, das Papier, und dann klebt das. Hier bei dem Bild kann ich ein bisschen gucken, wo das hinkommt.
Und dann klebe ich das einmal fest. Und als nächstes nehme ich die Augen. Und klebe die Augen auf. Noch ein Auge. Ist der DAX. Jetzt fangt ihr an zu nähen und ihr stecht ins erste Loch von oben rein und zieht den Faden vorsichtig durch. Am Anfang ist es immer ein bisschen tüdelig, weil er so lang ist. Da muss man aufpassen, dass es keinen Knoten gibt. Und dann nehmt ihr die Nadel und stecht von unten durch das nächste Loch wieder zurück. Faden wieder durchziehen. Und dann stecht ihr von oben wieder nach unten. Und so geht es jetzt die ganze Zeit weiter, bis ihr am Ende angelangt seid. So, und dann will ich euch noch einen Trick zeigen. Und zwar könnt ihr auch durch mehrere Löcher stechen, immer hoch und runter, hoch und runter. Und dann den Faden durchziehen. Dann habt ihr ein ganzes Stück schnell genäht. Am Ende müsst ihr wieder dran denken, dass ihr einen Doppelknoten macht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst die Handpuppe aufgeht. Fertig genäht habt, dann könnt ihr die Aufkleber auf euren Fuchs aufbringen. Viel Spaß beim Nachbasteln und dann gibt es am Montag im Padlet noch einen kleinen Film von diesen drei kleinen Freunden. Tschüss!